Jetzt geht's los. Internetrecht für Vereine 2.0. 2.0, weil Web 2.0 heißt und weil vor zwei Jahren, im Jahre 2012, das hier zum ersten Mal vorgestellt worden ist. Damals auch mit dem Hintergrund, dass die Webseite des DPMV halt aktualisiert worden ist, ein Blogsystem eingeführt worden ist und damit natürlich auch andere Möglichkeiten auftauchten. Also man hatte plötzlich Möglichkeiten für Kommentare, Beiträge, dass halt eben Autoren oder Gastbeiträge reinkommen. Es war schon absehbar, dass wesentlich mehr Bilder eingestellt würden. Und da war dann auch eines der Hauptthemen, über das dann nachher diskutiert worden ist, das Recht am Bild eines Modells. Und wenn dann halt der entsprechende Modellbauer mit da drin ist, wie ist das mit Einwilligung, solche Sachen. Das hat mich schon überrascht, wie stark dann die Diskussion wurde und wie entsetzt so einige blickten, als ich sagte, naja, also das mit dem Recht am eigenen Werk und den Persönlichkeitsrechten, wenn man eine Einzelperson aufnimmt, das ist nicht trivial. Ja? Das haben wir dann halt eben vertieft. Das ist auch jetzt wieder der Ansatz. Ich möchte einige Themen anreißen, die auch gerade in der neuen Rechtsprechung sind. Ich habe mir dazu angeguckt, die Webseiten von den Mitgliedervereinen, wo da so Problematiken auftauchen könnten. Und dann hier so gegen Ende, zumindest des Vortrages vor der Diskussion, will ich auch noch kurz auf die Auswirkungen des ganz aktuellen Urteils des EuGH zu Google gehen. Ja, das Recht auf Vergessen. Wenn das bei Google gilt, wird wahrscheinlich auch auf Webseiten irgendwann mal was zu löschen und zu vergessen sein. Ja? Das ist noch ganz aktuell, dazu gibt es zwar einige Medienmeinungen, aber noch keine richtige Rechtsmeinung, die sich schon mit dem Urteil befasst. Insofern ganz aktuell. Und vielleicht findet man dann ja nachher mal was, auch in der Zeitung, wo man sagt, ah ja, das habe ich schon gehört und ich weiß sogar, wie das bei uns im Verein und auf unserer Webseite umzusetzen wäre. So. Zunächst hier wichtige Pflichtangaben nochmal, das ist ein Standardthema, vielleicht bekannt auch, es werden immer wieder Abmahnungen ausgesprochen, gerade bei Impressumsfehlern. Die Modellbauer haben das Glück, dass sie nicht in einem Geschäftsbereich sind, wo sich solche Abmahner tummeln. Ja, das ist bei Textilbranchen so anders. Deswegen will ich da auch schnell durchgehen. Hier, das ist leider in der Vergrößerung nicht mehr so ganz gut zu sehen. Ein Urteil aus 2012, das dann kurz nach der entsprechenden Veranstaltung hier erschienen ist. Und zwar ging es dort um Newsletter. Deswegen auch das Thema Newsletter nochmal besonders hervorgehoben. Das Impressum. Also es gibt beim Bundesministerium für Justiz einen Impressumsratgeber. Da wird sehr deutlich aufgeführt, was wie gemacht werden muss. Kann man sich dort runterladen über Google. Rechtsratgeber Impressum, das sollte reichen. Ja. Wenn da Fragen bleiben, also der Verein muss mit Register, Handelsregister eingetragen sein, dazu kommen wir gleich nochmal. Newsletter. Einige Vereine bieten Newsletter an. Das hat den Nachteil, dass man halt eben E-Mails annimmt. Die können zum Teil von ganz anderen Leuten stammen, als das so die E-Mail suggeriert. Und dann fühlen sich diejenigen belästigt, die die E-Mail kriegen. Vor allem auch die Erstmitteilung, bei dem es heißt, naja, wenn Sie den nicht haben wollen, dann wählen Sie halt das Opt-out. Ja, also sagen Sie, ich will den künftig nicht mehr kriegen. Leider sind auch Spam-Versender auf die tolle Idee gekommen, dass sie solche Anfangsmails halt schicken. Und wenn dann einer sagt, ich will den Newsletter nicht kriegen, dann haben die Bestätigung, diese E-Mail kommt an. Das ist eine sogenannte verifizierte E-Mail. Und während die nicht verifizierte annähernd nichts wert ist, ist die verifizierte dann je nach Verkaufsplattform zwischen 30 und 50 Cent wert. Ja? Und deswegen ist dann auch das Olje München auf die Idee gekommen zu sagen, ja auch schon die Erstmitteilung ist unzulässig. Es gibt eine technische Lösung, die heißt, wenn Sie als Vereine einen Feed einrichten, einen sogenannten RSS-Feed, können die Leute das auf dem Smartphone, in einem normalen Browser und sowas abrufen, als Bookmark, als dynamisches Bookmark vielleicht sogar, sodass die Informationen, die Sie rausschicken wollen, geholt werden. Ein Pull-Dienst ist das ja.
Während Newsletter versenden ist ein Push-Dienst. Da werden die E-Mails halt eben rausgeschickt und dann führt dann die irgendjemand die entsprechende Mailbox zu. Mit der Technik, wie das mit RSS-Feeds funktionieren kann, da werden wir dann im zweiten Workshop zu WordPress zu kommen, aber es geht auch unter Joomla, Typo3 und den anderen Content-Management-Systemen, die sind alle mittlerweile eigentlich feedfähig. Ja? Ansonsten googeln, RSS-Feed eingeben, wie die Feder schon abgelegt. Datenschutzbelehrung. Also, ja, in den meisten Fällen, wenn Vereine kein Google Analytics, kein Facebook-Like-Button mit Bildern haben und sowas, ist das relativ unproblematisch. Es gehört schon fast zum guten Ton, aber da wäre es nicht gut. Da werden wir aber vom Datenschutzbelehrung bei anderen Sachen, also wenn man Google Analytics verwendet, da wird es dann Pflicht, weil man halt einiges mehr erhebt an Daten. Bei der E-Mail-Versendung insbesondere einem Formular, wo man eingeben kann, Name, Vorname, ja, da hat man personenbezogene Daten, da schlägt sofort das Bundesdatenschutzgesetz zu, da ist dann auch die Datenschutzbelehrung Pflicht. Und in den E-Mails selber, die Sie rausschicken, da muss in der Fußnote drinstehen, kommt vom Verein und ne, Handelsregistereintrag und sowas. Das gehört dazu mittlerweile. Ich sehe sehr oft E-Mails, auch von größeren Unternehmen, wo der Sachbearbeiter drunter steht, keine Telefonnummer, ich kann nicht zurückrufen, keine entsprechende elektronische Erreichbarkeit und von den entsprechenden Firmenangaben schon gar nichts zu sehen. Das ist unzulässig. Ja? Also auch dort gibt es mittlerweile Abmahnungen von Leuten, die sowas kriegen, halt von der Konkurrenz, ne, und sagen, naja, die wollen da irgendwelche Leute per E-Mail zu Verträgen drangsalieren und ich verhalte mich redlich und, ja, und andere wollen schlicht dann einfach eine Abmahnung verdienen. Wie gesagt, die Abmahnungen sind mittlerweile für diesen Geschäftsbereich hier, also Vereine, weniger ein Problem. Ne? Da habe ich schon für diese Seite zu lang gebraucht. Der Beamer hat sich abgeschaltet. Das hier war noch. So. Die Vereine selber brauchen keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gibt ja keine Verkäufe. Es sei denn, ein Shop ist angeschlossen. Das können wir aber hier jetzt mal ausschließen. Wenn der Vereinsbeitritt aber möglich ist, über eine Online-E-Mail und ne, Mitteilung, dann sollte man auf jeden Fall sagen, wann der Vertrag zustande kommt. Denn es werden dann ja Mitgliedsbeiträge fällig und dann gilt das Gesetz, in dem dann halt auch die Buttonlösung erforderlich wird. Für entgeltliche Leistungen muss man halt eben ausdrücklich darauf hinweisen, ja, dass eine entgeltliche Leistung nachher durch die Erklärung zustande kommt. Und das muss man vorher mitteilen und man muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass dort Kosten entstehen können. Ja? So. Hier nochmal, also die einschlägigen Nummern, Telemediengesetz, früher Mediendienste Staatsvertrag, also das ist schon lange, lange passé. Gesetzesänderung 2007, ja, das gilt nicht mehr. Ich habe hier mal als Sinnbild eine besondere Problematik aufgelistet, weil die jetzt am 26. März gerade, ja, große Erwartungen waren geschürt, Facebook sollte eine für Firmenseiten vor allem eine entsprechende Impressumsseite einrichten, das ist nicht passiert. Deswegen gibt es da immer noch die Frage, ja, wie läuft denn das beim Impressum in Facebook? Für die Vereine, die auch in Facebook einen entsprechenden Account haben, ja, und den dann auch mit der Webseite verlinken, meine Tipps sind, also entweder einen fixierten Beitrag, der also immer oben bleibt, das ist die eine Lösung. Die andere ist, im Infobereich recht früh darauf hinweisen, wie es ist, ja, und dann sagen, welcher Verein es ist, mit Handelsregister und Vertretungsberechtigten. Und das dann halt eben bei Vorstandswahlen und so aktualisieren. Ja? Dann ist man auf der sicheren Seite und dann kommen auch nicht nachher so Datenschutzbeauftragte oder, ne, die finden das nämlich auch nicht so ganz lustig. So. Zum Internetrecht für Vereine gehört, das hatten wir in 2012 auch hier praktiziert,
Aber wir konnten natürlich noch keine Ergebnisse feststellen, weil das noch nicht lang genug gedauert hatte. Da gehört auch die Domainwahl dazu. Da möchte ich ein Wort sagen, das zwischen einerseits der Juristerei liegt und andererseits auch zwischen dem Marketing für die Vereine. Manchmal lohnt es sich, eine zusätzliche Domain, die kostet manchmal so 10 Euro ja, im Jahr, wenn man nur diese Domain braucht und schon einen Hosting-Bereich hat, also einen Webspace, in dem man die entsprechenden Daten lagern kann. Damals gab es dpmv.de, auch die volle, lange Ausschreibung deutscher Plastik Modellbau Verband.de. Und ich hatte gesagt, einerseits, um einen Testbetrieb möglich zu machen, nehmen wir eine Seite, wo jetzt erstmal noch keiner sozusagen guckt. Und zum anderen, wie funktioniert das? Also das erste Element, ja, also die Abkürzung, da würde ich sagen, naja, die muss man vorher kennen, sonst kommt man nicht drauf. Also das Marketing für sozusagen Neuinteressierte funktioniert so nicht. Das andere ist, die Elemente, die jetzt durch Buchstaben abgekürzt sind, nämlich G und V, ja, die sind so häufig in den deutschen Lobbyverbänden vertreten, Verbände, Vereine, Deutsch, Deutscher, Deutsches, ja, wenn man da Google eingibt, findet man so viele, man wird gar nicht irgendwo vorne sein. Aber was ist denn das inhaltliche Thema? Und das ist Plastik und Modellbau. Und wenn man diese beiden nimmt, hat man eine schöne kurze Domain, die kann man sogar mal per Text eingeben, wenn man hart unterwegs ist, ja, so per Smartphone auch mal was vielleicht nachgucken. Zum Beispiel die Adresse, wo jetzt dieser Konvent stattfindet oder wen man jetzt gerade anrufen kann, solche Sachen. Und das wäre halt wichtig, wenn man eine Domain sich überlegt, vielleicht neu gestalten will. Und dann sollte man gucken, also diese Wortelemente hatte ich gerade schon genannt, welche sind sinntragend? Bei den meisten Vereinen wird das auch ein Regionalbezug sein. Bei mir oben wäre das Kiel. Ja? Modellbaufreunde Hamburg. Solche Sachen. Ja? Warum? Weil natürlich jemand, der einen Verein sucht, in dem er Mitglied sein will, der wird auch den Ort angeben. Wenn man dazu dann noch andere Signale nimmt, bitte? Text nimmt, Geolocation, ja, also so Angaben, wie, wo das genau auf welchem Längen- und Breitengrad das liegt, ja, dann werden nachher auch schöne Fleckchen, in so, also diese kleinen Fähnchen in der Google Map gezeigt, ja, dann kommen die Leute auch und wissen, wo sie hin sollen, ja. Ansonsten kriegt man vielleicht noch einen Anruf aus Bayern, der dann fragt, so, ja, wo soll ich denn in Hamburg hin? Kennen Sie da einen in einem Verein, ja? Das ist nicht das eigentlich, was so direkt zielführend ist. So. Warum ist das aber letztlich auch ein rechtliches Thema? Hier bei der Domainendung geht es schon langsam los. Ja, wer könnte da vielleicht andere Ansprüche drauf haben? Damals wurde hier Modellbau.org gewählt, weil es halt eine Organisation ist, ein Verein. Kommen, da sind wir dann im kommerziellen Bereich. Was könnte ja schon vielleicht jemand anders haben wollen? Marken. Also, was ich bisher gesagt habe, mögen Leute, die in der Stadt oder dem Kreis Meißen wohnen, bitte sofort streichen. Die älteste deutsche Marke ist Meißner Porzellan. Und die finden das zwar gar nicht gut, wenn Sachen die Ergänzung Meißen haben. Und die mahnen, also wenn sie abmahnen, wird das sehr, sehr teuer. Da habe ich einen Fall vertreten, das war nicht witzig. Ja? Da kann man dann im Prinzip nur noch die Kosten reduzieren und sagen, wie wenig dieser entsprechende Shop mit einem Porzellanverkauf zu tun hat. Ja. Aber die mögen das halt nicht, dass ihre Marke benutzt wird. Und sie stehen auf dem Standpunkt, und das kriegen sie auch regelmäßig durchgesetzt, dass sie einen überragenden Namensschutz haben, weil Meißner Porzellan weltweit bekannt ist. Das heißt, dort kann man nicht sagen, wir sind in einem anderen Marketingbereich. Ich glaube hier, das ist jetzt zu klein, um in der Vergrößerung gezeigt zu werden. Die Marke Meißen ist angemeldet in bestimmten Klassen, die mit Sicherheit nichts mit Modellbau zu tun haben, aber dieser überragende Namensschutz könnte hier sich auswirken. So war es auch in anderen Fällen schon. Wir haben insgesamt, glaube ich, mittlerweile mindestens 85 Domains schon so lahmgelegt. Ja? So, aber ansonsten für fast alle anderen eine gute Idee, diesen Namenszusatz.
Wettringer Modellbaufonds. WMF. Mhm. Wir selber nutzen diesen Begriff WMF nicht. Ganz bewusst nicht. Ja. Aber ich sage mal, im Volksmund wird es oft so genannt, aber eben nicht von uns selber. Ja, also eine Bezeichnung, wo das Kürzel dann WMF wäre, dürfte aus Markengründen nicht mit diesen Firmenbezeichnungen, Markenbezeichnungen verwendet werden. Das Kürzel hört sich natürlich schön an, es würde sofort was auslösen, aber das wäre genau dieser Schutzbereich des überragenden Namensschutzes. Und wie hieß nochmal die Region? Wettringen. Ja gut, Wettringen ist natürlich dann, wenn man es ausschreibt, kein Problem. Ja, das sehe ich. Also das haben wir das R am Ende. Wettringer. Ja, zum Beispiel. Ja. Also anfangs gab es noch die Problematik, dass sich zum Teil die Kommunen dagegen gesperrt haben, dass das Element des Kommunalnamens halt verwendet wurde. Aber das ist eigentlich jetzt in der Praxis schon... Wettringen.de ist ja jetzt vom Ort her. Ja gut, das ist... Ich habe jetzt aber selber zum Beispiel... Den Namen Wettringen NRW, also Wettringen in Nordrhein-Westfalen. Habe ich selber als Domain auch registriert. Gut, wollen wir da jetzt ein bisschen kürzer treten? Nicht, dass wir nachher hier schlafende Hunde wecken. Vor allem, wenn jemand sich das anschaut. Es mag da so Trends geben. Wir können das nachher im privaten Gespräch mal vertiefen. So. Hier habe ich nochmal aus dem letzten Vortrag auch so zusammengefasst, Urheberrechte jetzt mal unterlegt mit einem etwas aktuelleren Beitrag und Bild. Ja. Hier sieht man zum Beispiel auch den Hinweis, wo dieses Bild verwendet wurde. Ja. Das ist nämlich der DPMV. Ja. Und man muss dazu sagen, der Hersteller hat ein gewisses Recht am Modell, aber dann die eigentümliche Ausführung. Hier die Gestaltung eines Dioramas ist eine besondere Bearbeitung, die dann auch wieder urheberrechtsfähig ist. Derjenige, der das Bild geschossen hat, ist der Nächste, der ein Werk erstellt hat. Ja, ein abgeleitetes Werk von diesem. Ja, also ohne das Modell könnte er kein Foto machen. So, man kann natürlich auch, ich habe hier eben wunderschöne bewegte Modelle gesehen, die so mit Motoren animiert sind. Wunderschön, ja, da kann man dann gleich Videos drehen. Man kann aber auch vielleicht hier mal so einen Saalschwenk machen. Da sind natürlich auch bestimmte Grenzen einzuhalten. Und wenn Einzelpersonen abgebildet werden oder mit der Kamera verfolgt werden, bitte auf das Recht am eigenen Bild achten und die Person entsprechend ansprechen und eine Einwilligung einholen, dass man das nachher zum Beispiel entweder auf YouTube für den entsprechenden Vereinsauftritt und auf der Webseite veröffentlicht will. Bitte vorher machen und eine kleine Notiz oder sogar einen handschriftlichen kleinen Zettel machen. Musikhintergrund habe ich auf einer Seite gehört, war ich erstaunt, überrascht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja sogar selber gemacht, ne? Aber Vorsicht, also gerade die Musikbranche gehört wirklich zu den Abmahnern und die verstehen keinen Spaß. Ja, also wenn die Musik nicht irgendwo lizenziert ist, für diesen Zweck auf der Webseite gespielt zu werden, ganz vorsichtig. Finger weg. Ja? Ja. Wenn Sie eine CD kaufen, Lizenzrechte erwerben, also jetzt eine Musik-CD. Eine Musik-CD und ich will jetzt dahinter laufen. Ja, aber es wird dann unterschieden im Urheberrecht. Also Sie haben die Lizenz, die selber abzuspielen. Und dann kommt als Nächstes Verbreitung. Eine Verbreitungslizenz ist mit der normalen Musik-CD, wenn Sie die im Laden kaufen, nicht verbunden. Also, ob Sie die dann schon im Internet abspielen dürfen, da bin ich mir ganz sicher, das ist nicht mit enthalten. Genauso auch das Recht zur Bearbeitung. Also wenn Sie dort entsprechend das noch verfremden, weil sie sagen, okay, ich bin so ein bisschen DJ, ich kann da noch ein bisschen an der Geschwindigkeit drehen, noch ein bisschen eine Tonspur dazulegen oder irgendwie sowas, ja. Und dann haben sie das zwar verändert, aber immer noch ist das ursprüngliche Original ein Recht, an dem eigene Urheberrechte bestehen. Das darf nicht ohne Erlaubnis bearbeitet werden. Vorsicht, Finger weg. Ja? So. Die viel häufigeren Fälle, File-Sharing, sind für alle bekannt, die Eltern sind und wo die Kinder mal ein bisschen viel in der Tauschbörse waren. Ja?
hat aber auch schon andere Fälle gegeben, also wo die Schlichten einfach die IP-Adressen vertauscht haben und dann nachher wurden Leute, die nicht mal einen Computer haben, herangezogen wegen File-Sharing über Computer. Ja, soll alles geben. So, Software des Online-Auftritts, also hier, ich habe WordPress genannt. Ich glaube, fast alle Webseiten, die ich sehen konnte, wo das System bezeichnet war, mit dem die Webseite erstellt ist. Das war Typo3, Joomla, WordPress, ja. Ich glaube, ein Drupal-System habe ich gesehen. Da ist es so, dass das Open Source ist. Das darf für diesen Zweck also verwendet werden. Gibt also gar kein Problem. Bei einigen Plugins muss man aufpassen, also Zusatzprogrammen, die nochmal besondere Funktionen haben. Ja? Gut. Auch schwierig wäre Mitglieder-Datenbank. Ich habe da so einen besonderen Fall, die war also sehr, sehr teuer und dann ist nachher nichts draus geworden. Da ist also das ganze Projekt gescheitert. Ja? Ist auch ein ganz besonderes Problem der Urheberrechte. Die Vergütung wurde vorgeleistet und der Verein saß nachher auf 20.000 Euro da, für nichts. Da sollte man vielleicht sich überlegen, wie man einen Teil an Leistung immer wieder abverlangen kann und auch den Projektfortschritt wirklich weiter beobachten kann. Also ein Verein, der so viel Geld in die Hand nehmen will und muss, der sollte sich auch in der Hinsicht auf die tatsächliche Leistungserbringung absichern. Das nur aus dem aktuelleren Bereich als Anmerkung. Das kann nur ein Einzelfall sein. Bitte? Ein Missverständnis vorzubeugen. Also ich denke mal, die Benutzung von MySQL als Datenhaltung auf der eigenen Homepage. Ja, also MySQL, PHP, solche Sachen, die im Hintergrund laufen, sind auch in der Regel unter Open Source GPL Software Paketen vertrieben und damit lizenzfrei. Die können genutzt werden. So. Zitate. Ich habe es mal oben drüber geschrieben, mittlerweile besonders bekannt aus Dissertationen von prominenten Politikern. Ja? Meistens, wenn das Problem auftaucht, ist danach die Karriere beendet. Das wollen wir in den Vereinen nicht so haben. Auf der anderen Seite, es kann ja schon mal sein, dass man sieht, ah ja, die haben da eine tolle Idee und will daran aber auch noch eine weitere Idee knüpfen. Wie macht man das? Man fängt mit dem Ausgangstext an. Ja? Und da habe ich hier mal hinzugesetzt, also es gibt Wort-, Bild- und Filmzitate. Das ist zulässig, auch Bilder im Wege eines Zitates anzubringen. Es gibt aber dann Voraussetzungen. Es muss ein eigener Rahmen vorhanden sein, innerhalb dessen zitiert wird. Ja? Also man darf nicht sein eigenes Schreiben, sein eigenes Fotografieren dadurch ersetzen, dass man was anderes nimmt. So frei nach dem Motto, habe ich im Internet gefunden. Das gibt auch das Problem mit der Quellenangabe. Der Zitatzweck muss gewahrt sein. Also wenn es zur Illustration des eigenen Gedankens oder der folgenden Idee dient, dann hat es diesen Zweck bezogen. Wenn das schlicht und einfach was ganz anderes ist, um es bunt zu machen, um als Logo zu dienen, ja, ist das unzulässig. Das ist kein ordentliches Zitat. Da kann der andere sagen, wenn er macht das da aber wieder weg. Also ganz bekannt hier, Cover der Bausätze. Ja? Da gibt es ja wunderschöne Bilder, zum Teil halt eben Flugaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg oder ähnliche Sachen nachgestellt als ölähnliche Bilder, sowas. Ja, also sieht zum Teil toll aus, sieht man aber auch noch, von welcher Firma das ist. Ja? Und da muss man sagen, klar, das ist ein Zitat, weil man ja dann den Modellbausatz bespricht und vielleicht nachher dann auch nochmal das eigene daraus hergestellte Werk mit Diorama und sowas als eigenes Bild dann nochmal zufügt. Ja? Das ist ein ordentliches Zitat. Ergibt sich dann auch aus dem Zusammenhang. In der Regel wird die Quellenangabe, ist ein Modell von, auch dann mitgeliefert. Schön wäre ab und zu mal ein Link auf den entsprechenden Hersteller oder wo der Bausatz hier ist. Hat auch für die Webseite übrigens einen großen Vorteil. Die meisten denken, nur Incoming-Links erhöhen die Attraktivität einer Seite. Das ist nicht so. Eine Seite, die nach außen verlinkt, auch gerade auf bekannte Seiten, das wären hier also die großen Modellbauhersteller, Faller, ähnliches, ja, das wird auch gewertet. Nicht so hoch, aber Google
als eine der führenden Suchmaschinen, aber andere auch, belohnen es, wenn man sich mit anderen vernetzt. Das heißt, auch derjenige, der Outgoing-Links, also Links nach draußen sendet, der wird belohnt. Und noch schöner ist natürlich, auf Freunde und andere Vereine den DPMV selber zu verlinken. Auf den DPMV selber wird übrigens sehr stark von den Vereinen verlinkt, das finde ich auch klasse. Ja? Man zeigt so, man ist miteinander freundlich verbunden. So. Beim Zitat zu beachten, wie man es macht, das hier führe ich an als besonderen Gruß an alle Deutschlehrer. Ja? Also Wikipedia ist irgendwie zum Horror aller Deutschlehrer avanciert, ich weiß auch nicht warum. Die behaupten also immer, ja, also Wikipedia sei ja so ganz, ganz schlimm und man dürfe daraus nicht zitieren. Nein, Wikipedia schreibt schon selber, wie daraus zitiert werden soll. Ich habe hier übrigens dann die Kurzform aus der Mobile-Ansicht genommen. Ja. Dort wird sehr deutlich gesagt, wie man auch Wikipedia halt zitieren kann, die URL bitte angeben und dann auch den Stand, denn Wikipedia kann halt geändert werden. Und deswegen sollte man, wenn man zitiert, den Textteil auch als Textteil reinkopieren. Ja? Da sehr viele Autoren daran mitarbeiten, ist es nicht möglich, die einzelnen Autoren zu benennen. Ja, das ist, gebe ich den Deutschlehrern halt zu, aber auch in der Encyclopædia Britannica zum Beispiel wäre es wohl nicht möglich, jeden Autor zu nennen. Ja? Also gerade bei den kürzeren Artikeln zumindest mal nicht mehr. So. Übrigens, der Vorteil von Zitaten ist natürlich Copy and Paste und mal ganz schnell ganz viel geschrieben. Erkennt Google manchmal auch. Wer das zu häufig macht, der kriegt dann wegen Double Content eine Abwertung. Ja, also es sollte wirklich auch die eigene Idee im Vordergrund stehen, wie man mit einem Zitat unterstützt. Wie gesagt, Bild, Film, Wortzitat. So, ja, das ist jetzt so mein, da ist kein Bild dazu, das ist einfach traurige Textwüste. Warum? Weil das dann auch ab und zu mein Arbeitsbereich wird, und zwar der destruktive Teil, nicht konstruktiv gestalten, Geschäftsbedingungen oder ähnliches. Bewertungen von Modellen, solange sie sachlich sind, kein Problem. Das Problem taucht meistens auf, wenn es über Personen, also die Vorstände von Vereinen geht, über die sich dann auch bei Facebook ausgelassen wird, wenn man Leuten Böses unterstellt, was den Umgang mit Vereinsfinanzen angeht und man dies in einer sehr weit verbreiteten E-Mail tut, ja, solche Sachen. Und dann kommen halt so Ideen wie, da muss eine Gegendarstellung her, das muss gelöscht werden und dann fängt der Streit erst richtig an. Natürlich hat man das Recht zur eigenen Meinung, ja? Aber da gibt es Grenzen. Also, Äußerungen auf Facebook, über Vorstandsmitglieder in E-Mails, Bewertung auf Einseiten, hier zum Beispiel auch mal aufgetaucht, das Problem, Bewertung eines Tageszentrums, wo die halt eben mal alle hingefahren sind und dann nachher mit den Räumlichkeiten überhaupt nicht einverstanden waren und das dann auch noch öffentlich so geschrieben haben. Das ist was Schlimmes eigentlich auch. Ne? Und ja, Äußerungen erst mündlich, dann nachher auch in der Vereinszeitschrift verfasst und die war dann auch noch online. So, ja. Also, merkwürdigerweise kommen dann etliche nicht nur drauf, das soll mal gelöscht werden, sondern da soll eine richtige Gegendarstellung her, weil man das so gelesen hat in der Zeitung, Bildzeitung vor allem. Ja? Gegendarstellung gibt es nur gegen Tatsachen. Wenn es Bewertungen sind, muss da ein Tatsachenkern drin sein. Die Gegendarstellung muss vorformuliert sein. Also ich habe sowas gekriegt, wo dann eine entsprechende Gegendarstellung gefordert war und es hieß, naja, also da darf auch keiner uns sagen, wie das formuliert wird, weil das ja sonst Zensur wäre. Nee, nee, also eine Gegendarstellung muss ein Veröffentlichungsverlangen beinhalten, sonst ist die gleich vom Tisch. Ja, das ist unzulässig sowas. Und für die meisten Vereinsseiten wird es auch so sein, dass sie sagen können, wir haben keine redaktionell betreute Internetseite, die also sehr, sehr regelmäßig dort Artikel veröffentlicht. Und damit sind sie aus diesem Bereich Gegendarstellung raus. Was bleibt, ist dann der Löschungsanspruch. Da könnte es dann halt eben im Einzelfall zu Problemen kommen. Ja? So. Aber bei Gegendarstellung ganz große Wahrscheinlichkeit, das wird nicht funktionieren.
So, das mal so als ein Ausschnitt von dem, was passiert, wenn was passiert. Ja? Ich möchte das nicht zu sehr vertiefen. Wenn hier einzelne Problematiken sind, zwei Möglichkeiten, entweder das Allgemeine dann hier gleich kurz diskutieren oder halt im Einzelgespräch. Ja? So, jetzt haben wir noch das liebe Datenschutzrecht. Also seitdem wir wissen, wo wir überall abgehört und mitgeschnitten werden, NSA-Affäre, ja, ist Datenschutz ja ein ganz anderes Thema geworden. Und jetzt aktuell, 13. Mai, hat der EuGH etwas zur Verantwortlichkeit von Google gesagt. Das Recht auf Vergessen ist mehrfach in den Medien so genannt worden. Ja? Und zwar geht es darum, dass Google als Betreiber der Suchmaschine auch für die Verbreitung und die Verbindung zuständig ist. Bekannt ist ja das alte Verfahren der Frau Wulff bezüglich der Ergänzungen, die Google vorgenommen hat. Der BGH hat das nämlich noch anders gesehen. Was heißt das denn jetzt für Vereinszeiten? Also irgendwann wird vielleicht mal jemand sagen, ich habe mich über den Verein geärgert, bin ausgetreten. Da sind aber noch dauernd meine Bilder drauf. Meine Artikel, die ich damals für den geschrieben habe. Da werde ich noch als vielleicht Vorstand erwähnt. Also wenn man das in der Konsequenz zu Ende denkt, wird man sagen müssen, es kann sein, dass es nur eine Zeit lang zulässig ist, dass dieses Material zur Verfügung steht, dann aber nachher gelöscht werden muss. Mindestens, wenn die entsprechende Person nach einer angemessenen Zeit, und da fangen dann diese etwas schwammigen Überlegungen an, was ist denn noch so angemessen, ja, wenn die Person sagt, ich möchte, dass es gelöscht wird. Ansonsten muss man sagen, also dort, wo einzelne Personen dargestellt und erwähnt werden, wird man irgendwann zum Mülleimer kommen müssen und sagen, wir müssen auch mal wieder was aussortieren. Das erhöht den administrativen Aufwand aus rechtlichen Gründen. Bitte. Bei Vereinsleitungen, dass die Texte ja von den Vereinsmitgliedern in die Nummern reingestellt worden. Welcher Form der Würfel macht? Wie ist das, die Nummern sind auf dem Forum bezogen? Derjenige hat sich bei einem Forum registriert, schreibt selber Texte. Naja, okay. Hat aber in den Nutzungsbedingungen akzeptiert, dass die Rechte an den gewordenen Zählungen auf den Betreiber der Seite übergehen. Ne? Also, Moment. Ja. Also bei einem Forum, bei dem der Teilnehmer sozusagen eingewilligt hat, dass die von ihm erstellten Beiträge, vielleicht sogar auch Bilder, ja, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Auch nach seinem Austritt. Ja, das ist ein schöner Fall von vielleicht nicht so ganz wirksamen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, warum? Also, an einem Text auch, also wenn es jetzt nicht gerade ein Zweizeiler ist, ja, also der so einen gewissen Umfang hat, gerade wenn es dann auch Bilder sind, besteht eigentlich ein Urhebervergütungsanspruch. Solange der nicht bezahlt wird, kann wohl der Anbieter nicht sagen, du gibst mir die für lau. Das ist das Problem der Urheberrechte beim Crowdsourcing. Also wenn in Foren alle möglichen was schreiben und was zusammentragen, ja, wer hat dann die Rechte an diesen Texten? Sind es die Einzelnen, alle verteilt, oder ist es dann derjenige, der sagt, ja, und du hast mir das alles übertragen? Wenn er es völlig unentgeltlich bekommen hat und dafür, also außer der Bereitstellung, nichts erbracht hat, wird das so nicht funktionieren, dass er sagt, ihr habt mir alle Rechte übertragen. Ja? Wobei es also bei den Darstellungsrechten für das Forum das eine ist, das nächste ist, wenn dann halt eben hier solche Diskrepanzen auftauchen und die Person sagt, ich bin mit dem Inhalt dieses Forums jetzt nicht mehr einverstanden. Ich habe durch meine vielen Beiträge letztlich jetzt Leute gefördert, hinter denen ich gar nicht mehr stehe. Was passiert denn, wenn ein solches Forum gekapert wird? Ja? Also nehmen wir mal an, es wird zu einem politischen Medium und für politische Strömungen genutzt, die man so gar nicht will, die am rechten oder linken Rand sind. Ja? Man hat dort aus der Sicht des Teilnehmers erstmal allgemein zum Modellbau noch was gesagt. Ich hatte hier einen Rechtsartikel gesehen auf der Seite, wo es dann zum Beispiel auch über die entsprechende historische Darstellung von nationalsozialistischen Symbolen geht. Ja? Das ist ja im militärischen Bau so ein gewisses Ding. Nehmen wir an, dort wird ein Forum dann gekapert, ja, und sie sagen, hey, das war prima, die
zeigen ja genau das eigentlich, was uns hier interessiert, und wir benutzen jetzt diese Plattform. Und wenn dann der Betreiber jemand ist, den man dann politisch eben nicht mehr unterstützen will, und sagt, also ich dachte, hier ging es die ganze Zeit im Modellbau. Und das war auch die ersten 500 oder 1000 Beiträge so. Und dann plötzlich stellt sich raus, nee, das ist so eine dritte Kolonne von irgendwas. Natürlich muss man dann sagen können, nee, also die Artikel, die werden wir zurückrufen. Und dann werden diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch nicht halten. Ja? Aber, also, das, was Sie hier angesprochen haben, ist eine auch in der Juristerei sehr problematische Sache, nämlich die Übertragung von Urheberrechten im Crowdsourcing. Ja? Es gäbe keine Foren, wenn jeder Einzelne dauernd sagt, ja, ich gebe die Rechte, ach, nehmen Sie wieder zurück. Ja? Also die Verwaltung wäre ja am Ende unmöglich, einerseits. Und andererseits, irgendwo muss im Einzelnen dann auch gesagt werden, er muss sich von einer bestimmten Veranstaltung auch mal wieder lösen können. Also das Recht zum Vergessen, wie es hier sozusagen vorgezeichnet wird, wird sich auf diese Problematiken auswirken. Aber die Diskussion hat gerade mit diesem Urteil angefangen. Also 13. Mai bis jetzt sind noch keine Ergebnisse wirklich greifbar. Aber das wird sehr dynamisch. Und hier für also Vereine, die gerade auch externe Beiträge und sowas haben, ich glaube, Foren habe ich zwei gesehen, die sehr aktiv sind, und danach bröckelt es so ein bisschen. Also das ist, ja, aber für die Foren wäre es natürlich ganz wichtig, da. Ja, der Verlauf ist dann kaputt. Man kann auch nicht hingehen und sagen, ich suche jetzt nur die Beiträge von der einen Person raus und lösche die. Ne? Damit, ich sag mal, drumherum zerstöre ich ja dann den Rest auch gleich. Ja. Also, da muss man wirklich in manueller Form vorgehen. Ja, also gerade in der Foren-Software, also Drupal wird da auch benutzt. Also wenn dann der entsprechende Zweig einer Teildiskussion sozusagen den Aufhänger verliert, auf den alle rumgeschimpft und rumgehackt haben, naja, ich meine, dann sieht man, worüber die sich aufregen, aber nicht mehr, was der Inhalt wirklich ist. Würde es dann reichen, wenn man einfach nur die Posts stehen lässt und den Namen desjenigen, der es gepostet hat, entfernt? Also ich kenne das von einem Forum, wo ich mal aktiv war und aus genau solchen Gründen raus bin. Und dann gesagt habe, ja, ich bin jetzt gelöscht, da steht jetzt nur noch Gast oben drin, aber meine Inhalte bleiben da. Gut. Dann kann man das nicht mehr auf mich zurückmünzen. Also wenn die Gastbeiträge sehr kurz sind, hätte, ich formuliere es nochmal gerade mit in den Text rein, damit das auch aufgenommen ist, hätte es einen Charme zu sagen, wir löschen nur den Namen des entsprechenden Posters, ja, und setzen den auf Gast. Ansonsten bleibt der Beitrag erhalten. Ja, wenn der Text aber ein bisschen umfangreicher schon wird, hat dieser Text Urheberrechte. Und dann besteht ein Namensnennungsrecht qua Gesetz. Wenn also der Nutzer, in dem Falle Sie, gesagt haben, setzt mich zurück auf Gast, ich lasse die da drin, aber ich möchte damit nicht mehr verbunden werden und ihm das reicht, und er auf seine Urheberrechte verzichtet, ist das sein Recht. Also das Namensnennungsrecht kann verzichtet werden. Von dem, der die Beiträge geschrieben hat, im Einzelfall nachträglich ganz unproblematisch, weil er ja weiß, was und wie viel er geschrieben hat. Wenn der Anbieter das vorab formuliert in seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, weicht er von dem Namensnennungsrecht nach Urhebergesetz ab. Von seiner Warte aus kann er darüber nicht vorab verfügen. Also in dem Falle wird es sehr, sehr problematisch, ob diese Bedingungen helfen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Ja? Aber da sind wir jetzt also schon in gehörigen Details. Ja? Aber es taucht auf, wie die Frage zeigt, also, dass es im Einzelfall ganz schnell so passiert. Und der Beitrag, den ich gesagt hatte, mit der entsprechenden Kennzeichnung von entsprechenden Fliegern, ist ja auch. So, Datenschutzerklärung, gehe ich ein bisschen kürzer jetzt durch. Also, eine Erklärung
Datenschutz und der Datenschutzerklärung online. Muss es kommen, wenn insbesondere Google Analytics oder Facebook Like-Button eingesetzt wird, wenn bei Facebook die kleinen Profilbilder gezeigt werden, der Nutzer, muss sogar eine individuelle Einwilligung der Benutzer erwirkt werden und dokumentiert werden. Das macht nicht viel Spaß. Ja? Also es gibt ganz viele, die dann halt eben so Like-Button Facebook und dann tauchen da so die ersten 10 oder so Personen mit ihrem Konterfei auf. Also die Datenschützer sind sich mittlerweile sehr einig darüber, dass derjenige, der sich bei Facebook anmeldet, natürlich einverstanden ist, dass er dort in Facebook gezeigt wird. Ja? Das weiß er auch irgendwo. Aber dass er dann, wenn er in irgendeinem Zusammenhang dann sagt, okay, das like ich, das heißt ja nicht sofort, dass er auch außerhalb von Facebook gezeigt wird. Und deswegen muss da ausdrücklich darauf hingewiesen werden, klar genug, und er muss einwilligen, dass er dort gezeigt wird. Das gibt für einige Seiten Probleme, das weiß ich. Ich sage es deswegen jetzt nur ganz allgemein, aber wer sich da als Admin betroffen fühlt, der sollte dann vielleicht nachher nicht in der offenen Diskussion hier, sondern nochmal kurz mich zurückfragen. Ja? So, deswegen habe ich hier den auch nochmal ganz deutlich gesagt, bei Google Analytics hat sich in den letzten 2 Jahren das mehrfach verschoben. Mittlerweile hat Google, also früher wurden dann Vereinbarungen und so mussten mit Google geschlossen werden. Heute ist das weg vom Tisch. Man muss eine Anonymized IP durchführen. Das kürzt halt die letzten Ziffern in der übertragenen IP, also bei der Übertragung an Google, sozusagen ins EU-Datenschutzausland. Und dann ist das mit einer einfachen Einwilligung zu machen, ohne dass man noch einen separaten Vertrag mit Google machen muss. Also ich habe damals auch noch einige dieser Verträge direkt mit Google, das ist ein Formvertrag, ne, habe ich angeleiert, dass das halt eben zustande kam. So, wir haben schon längst überzogen, ne? Diskussion ist ja auch schon gelaufen, ja. Im kleinen Kreis. Da bedanke ich mich für. Ansonsten, ja, ich werde jetzt auch mir nochmal schnell einen Kaffee genehmigen und da können wir dann die Sachen weiter fortsetzen. Und Martin schlägt wieder zu mit der nächsten Runde. Dankeschön.